herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Flygirl From Your Beauty. Wie der Titel dieses Videos bereits erahnen lässt und auch das, was ihr jetzt hier wahrscheinlich seht, es geht um die Only Highlighter Challenge. Die Idee ist ja geboren quasi durch die Maria. Sie ist Make-up-Artistin, die in Dubai lebt. Das ist mal ihr Profil hier auf Instagram. Und vor einigen Wochen ist sie auf die Idee gekommen, einen Look ausschließlich mit Highlightern zu kreieren. Sie selber ist bei BuzzFeed promoted worden. Und Niki Tutorial, Jeffree Star und Many Make-up Artists haben sich dann überlegt, hey, coole Sache, daraus machen wir eine Challenge. Hier sind einige Looks, die entstanden sind. Da sind unten nochmal die Maria, darüber Jeffree Star und ganz oben die wunderbaren Niki Tutorials. Auch Many Make-up Artist hat einen Look kreiert. So schaut er aus. Und ja, sie haben aufgerufen und haben gesagt, hey, ich möchte sehen, was ihr gestaltet, und hier ist dann quasi mein Look. Und wenn ihr sehen wollt, wie der entstanden ist, dann würde ich einfach sagen, bleibt dran. Wie gesagt, es sind ausschließlich Puder-Highlighter als auch liquide Highlighter dafür benutzt worden. Und wenn euch natürlich der Look gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr sagt, hey, thumbs up, oder ihr vielleicht sogar subscribe, dann sehen wir uns öfters. Und ja, in dem Sinne, viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's mit dem Manhattan Good to Go Highlight. Das ist silbrig. Vielleicht ein bisschen sehr vielleicht. Und den werde ich mir jetzt großzügig auf dem ganzen Gesicht zur Hand nehmen von MAC. So sieht er aus. Und den werde ich mir jetzt auch wirklich quasi über das Gesicht geben, wo ich sonst mein Make-up fixieren würde. Und das ist jetzt sozusagen mit diesem Highlighter-Puder. Als nächsten Schritt werde ich jetzt von Maybelline für ein Color Tattoo Cream Eyeshadow nehmen, und zwar in der Farbe Pink Gold. Wie ihr seht, der ist auch komplett iridisierend. Den kann man halt auch mal als Highlighter nehmen, und den werde ich mir jetzt quasi als Base aufs Auge geben. Jetzt als nächstes nehme ich mir von MAC den Pearlizer, oder das Pearlizer Sheer Pigment in 100 Degrees. Auch das ist ein Highlighter. Das sind eigentlich insgesamt drei damals. Und ich werde mir halt 100 Degrees rausnehmen. Jetzt als nächsten Ton nehme ich Weaver, auch aus dieser Pearlizer Serie. Den werde ich mir jetzt gleich in die Farbe geben. Nehme ich mir jetzt von BH Cosmetics die Carly Bailey Palette zur Seite, und die letzten vier Töne sind ja alle als Highlighter deklariert, und genau die vier oder aus diesen vier werde ich mir dann auch Töne rausnehmen. In dem Fall nehme ich jetzt erstmal den dunkelsten, nehme jetzt einen Blattpinsel und werde den hier in das äußere Auge geben. Den dunkelsten Ton aus der Serie ebenfalls nochmal unter das Auge geben. Das ist ein sehr bronziger Ton. Und
Glitter Eyeliner von Max Factor. Das sieht voll glücklich aus. Hier von Lancôme das Ombre Glacé für Eyes and Face. Silbrig-weißer Ton. Den werde ich mir jetzt quasi erstmal als Highlighter und Augenbrauen setzen. Inneren Augenwinkel quasi und so weiter. Und da, wo ich sonst auch Highlighten kann. Jetzt als nächstes werde ich High Beam von Benefit nehmen und werde damit quasi highlighten. Also ständig sonst auch highlighten würde, die Kinn, die Nasenrücken, unterm Auge. Jetzt als nächsten nehme ich mir jetzt wieder die Carly Bible Palette zur Hand und nehme wieder daraus den allerdunkelsten Highlighter, sprich den, womit ich jetzt konturieren werde. Und jetzt werde ich als nächstes erstmal meine Wimpern auftauschen. Jetzt wieder diesen metallenen Highlighter-Look quasi zu kreieren. Und nun werde ich zum einen nehme ich mir jetzt die Eyes-Lösen Powder, also die Lösen Powder in Eis zur Hand aus der Make-Eye, die ich gerne zu Rouge. Thank you.
gegenseitig schauen, die beide öffnen. Last but not least, weil ohne geht es nicht, werde ich jetzt noch mal mir Wimpern kleben und dann werde ich euch das fertige Ergebnis präsentieren. Das, ihr Lieben, ist nun der fertige Look. Ich habe jetzt noch mal Wimpern geklebt und so sieht mein Ergebnis der Only Highlighter Challenge aus. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und sollte das der Fall sein, freue ich mich natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaltet. Bis dann, ihr Lieben.